Fleißigen Schrauber sind wieder da von der Polizeistation. Warte mal, lass mich meine gierigen kleinen Finger erstmal reinmachen. Und herzlich willkommen zurück. 7 Days to Die. Smitty ist auch wieder dabei. Ja. Stimmen wir mal die Bude oder was ist? Jo. Auch noch nicht mal abgeschraubt, was ist denn da los? Ich habe meine Ratsche schon wieder irgendwo hingelegt, ich weiß nicht wo. Scheiße, warte, ich nehme sie mal mit. Ach nee, man hat es doch nicht leicht. Was? Oh! Du hast schon mal alle aufgeweckt jetzt mit deiner Zappelei hier. Entschuldigung, dass ich mich vor den Bären verteidigen wollte. Ja, die Knochen muss ich jetzt leider nochmal mitnehmen. Ja, das war richtig. Ich hab's schon irgendwie gehört. Kommt doch kein Bär von hinten an, der richtige Junge. Hallo, da bin ich. Alter, der arme Bär wieder hier durch die Gegend gewuppelt wird von dir, ne? So. Gott sei Dank ist er schon tot, ey. Das muss, das muss. Immer ein Stückchen ja, Steak mit Kartoffeln essen. Oh nein, jetzt habe ich die ganzen Steaks mit Kartoffeln fallen lassen. Hast du hingewuppt, die habe ich gehört. Wo ist das hier für eine Bude? Ich nenne draußen steht Ampulis, also würde ich sagen, für die zwei Schätze haben. Ach so. Oh, der freut sich. Der freut sich richtig, mich zu sehen. Hallo. Und die sind ja Leuchterauge. Oh, Leuchterauge? Leuchterauge, aber im Flug habe ich sie ja eine verpasst. Ich wollte es gerade sagen, sah gut aus. Ich stehe hier oben und guck mir an, was du da unten machst. Hier ist noch einer. Der hat ein bisschen... Der hat nicht ganz so eilig. Oh, hier gibt es aber eine Menge aufzuprügeln und durchzugucken. Ja. Ich hätte gerne erstmal hier gesäubert, dass ich hier gleich mal meine Ruhe habe. Oh, wo ist denn der ganze Spaß? Ich jetzt halt meinen Spaß. Ja, ist gut, ich komme runter. Ja, ich kann nur noch alleine leer räumen und du räumst oben. Oh, oh. In die scheiß Katze hier reingelassen. Steht hier auf einmal neben mir und schnurrt mich an. Warum hast du nichts zu essen gegeben? Vielleicht hättest du dann weiter geschnurrt. Was liegt so da? Sterbe ich lieber, bevor ich ihr was von meinem Essen abgebe. Ah, nee. Oh, hier sind die Zellen gleich mal hier. Müsste ich eigentlich dich drin finden. Ich komm doch schon. Oh, ach, das stimmt. Hier ist Schluss mit lustig. Nee, da klettere ich nicht. Ein Klo nach dem nächsten. Aber was ist denn? Ah, hier klopfen sie. Hallo. Hier ist noch ein Türchen, dann können wir nach oben gehen. Mhm. Gab's da noch Schönes? Nö. Den üblichen Kleinkram.
mich aber nicht mehr so wirklich hier an das Ding hier erinnern, du ehrlich. Nicht? Nö. Das mag ja bei mir nicht viel heißen, aber... Also ich weiß jetzt nicht, wo der Lootraum wäre, sagen wir mal so. Ich habe ihn gefunden. Oh. Also. Hier ist das ganze Einkommen. Oh ja. Ach komm. Nehme ich die Component-Armbrust mal mit hier. Stufe 2. Ja, wenn nicht. Naja. Weiß nicht, ob es noch einen extra Raum gibt mit Loot, aber. Das will ich auch mal schwer hoffen für die. Ich glaube fast, das war's. Hier knackt die Bude. Achso, ja. Ich hatte noch die Munition noch dabei. Hätten wir mal damit ausprobieren können. Ne? Ja. Jetzt ist zu spät, jetzt habe ich gleich offen. Ein Stahlknüppel und 7 Armbrustteile. Naja. That's it. Das war's. Mehr gibt's hier nicht. Kommen wir jetzt hier nicht noch irgendwie nach oben? Wir sind oben. Aufs Dach so? Da kein Licht, das hier irgendwo hinführt. Nein, ne? Leiter irgendwo übersehen? Wahrscheinlich auch nicht. Ich finde das irgendwie merkwürdig. Vor allem, wenn du mir gesagt hast, Polizeistation gibt es immer ordentlich Loot. Ja, das habe ich dir gesagt, aber. Die Quelle war. Sind die Quellen nicht so ganz vertrauenswürdig? Ja. Oh. Ich bin gleich mal rausgesprungen hier. Na gut, wer weiß. Aber ich sehe jetzt auch von außen nichts, wo man hier. Oh, ist das ein Dreckswetter hier? Ja. Wo man hinkommen könnte, ne? Ja. Nee, nicht wirklich. Da musst du mal drauf landen. Da mal einen Schrauber haben. Oder muss ich hochframen? Na gut, hier war doch auch noch eine Schule, oder? Ja, aber ich bin ziemlich voll, also ich kann kaum noch was tragen. Und da die Autos auch ziemlich voll sind. Okay. Ich leider sagen, wir müssen erst zurückfahren. Naja, ich möchte schon. Ein bisschen was geht ja zu stacken, ne, aber... Für ein paar akkurate Baupläne? Oh, das ist M60, ne? Aber ja, immerhin. Aber man sieht ja echt nichts hier. Wo waren die? Ein Stückchen beide geradeaus einfach, ne? Schon? Ich glaube, die war ein Stückchen dann rechts, müssen wir, glaube ich, fahren. Die war ein bisschen im Inneren. Ist doch gar keine Stadt, hier waren nur drei Gebäude, oder? Ach ja, hier, stimmt. Gegenüber von dem Stadion. Oh, ich friere, ich glaube, sonst sterbe ich. Ach so, ja, okay. Ah, lass mal umdrehen. Muss leider weg hier. So kalt das Wetter. Also blinkt jetzt schon rot auf. Ja. Alter. Fast eine Frikadelle hier gedreht am Motorrad, erstmal abgehoben. Ja, wenn du es richtig drehst und wenn es vielleicht landest du ja auf dem Dach von der Polizeistation. Na, ich weiß nicht. Wollen wir gleich zum Händler fahren eigentlich? Ich meine, wenn wir schon mal auf dem Weg sind. Ja, würde ich sagen, machen wir mal. Machen wir das doch nochmal schnell. Boah, ich bin fast in die Autos reingefahren hier. Ist schön noch diverse. Oh, oh, oh.
Und eine Kühlbox, ne? Die habe ich immer auf dem Härtetest unterzogen. Und? Und der Deckel ist aufgegangen, als ich gegengebrettert bin. Ärgerlich. Oh! Was? Ich bin erstmal gegen die Autos gefahren, hier am Ortseingang. Oh. Oh, hast du mir genau vorm Hammer weggefahren? Oh, hier ist da sogar noch was drin. Ja, das wollte die Alte ja nicht. Die alte Gin. Gucken, ob sie jetzt kaufen will. So. What are you buying today? Wow, I didn't think you had it in you. Well, that good didn't job. Take long. Nice work. Was hast du dir aussuchen? Eisenspitzhacke, Schmerzmittel und eine eiserne Armbrust. Darf eine eiserne Feuerachs Stufe 3 oder 5 Erste-Hilfe-Verbände raussuchen? Das ist schwer zu... Ja, ich kann mich auch gar nicht entscheiden. Nein. Jetzt habe ich nochmal eine Spitzhacke, Stufe 2, Basics Stufe 2 und Eisenhelm Stufe 3. Ist das ein Schrott? Eine Armbrust darf ich mir auch so in Stufe 3. Oder nochmal, erste Hilfe verwende. So, wieder zurück in der Base. Ist Midi gesagt, ich muss wieder noch Hausarbeit machen. Darfst du die Hausarbeit, ich die Bauarbeit. Ja. Wir haben noch ein paar Reste von der Mauer abgerissen. Ich will noch mal ein paar Minen, würde ich noch gerne bauen wollen. Schießpulver und Klebeband brauchen wir erstmal. Pulver sind noch ein bisschen was da, der Rest läuft. Dauert aber auch 27 Minuten ein Stapel, also. So. Sprengpfeil. Sprengpfeile würde ich mir auch noch mal gönnen. Ah, du wolltest noch einen Bogen vielleicht, ne? Ja, muss jetzt aber nicht die Runde sein. Geht auch in der nächsten. Okay. Gut, dann mache ich nochmal Minen. Dann hätten wir zumindest mal 50. Das ist ja schon mal ein Anfang. Wenn noch ein bisschen Schießpulver da wäre. Bisschen ist noch da. Ja. Ich mache erstmal nochmal 500 Betonmischung, dass wir hier nochmal ein bisschen... stärken können. Bei Sleepy King ist noch fertig vorher, das bezweifle ich ein bisschen. Ja, das mit der Tür und dem Stahl, das wird wahrscheinlich nichts mehr, ne? Ne, ich denke nicht. Ich denke, für nächste Runde müssen wir das dann vorbehalten. Weil wir bei Sleepy ja, kriegen so weit wie möglich nach oben und das ist fertig. Ich meine, ja. Nicht so dramatisch sein jetzt. Wir haben jetzt hier hoch fast einmal rum. Hinten fehlt noch ein bisschen. Aber wenn wir dann einmal 5 haben, wäre ich doch ein bisschen beruhigter. Ja, 5 wäre schon nicht schlecht. Oh. Ja, die sich da stapeln, ne? So ein. Ja, umso höher. Also eigentlich wäre es halt gut, wir kriegen sie genau. Wir kriegen es eigentlich ganz fertig. Ja. Wir haben noch anderthalb Tage, bis es losgeht. Es kommt jetzt darauf an. Ich glaube, Ressourcen könnten wir jetzt genug haben. Die ganzen Steine, was wir da haben, könnte reichen. Es laufen, die läuft ja noch ein Haufen. Ich sammle, kriege jetzt noch ein bisschen hier durch die Abrissarbeiten und ein bisschen was läuft ja noch, aber. Und halt ja immer 4 Produktionsschritte oder 3, ne? Muss erst Zement, Steine schmelzen in Anführungszeichen, dann den Zement machen. Mhm. Aus der Zement muss eine Zementmischung machen und aus der Zementmischung kannst du dann zwar loslegen, aber du brauchst ja auch nochmal Steine und kleinen Bruchsand. Das ist ein bisschen Krampf. Bisschen. So, wir haben zwar 2 Zementmischungen, aber trotzdem. Da läuft einmal gerade Bruchsand und auf der anderen Seite laufen schon die nächsten Betonmischungen durch. Also ich muss unbedingt noch mal ein paar Knochen organisieren.
Klebeband, hoher Bedarf. Ja, ey, Klebeband. Du brauchst für die blöden Sprengpfeile, brauch ich auch Klebeband. Achso, ich. Lass mich hier. Nimm mal deine Einladung, nehme ich mal an heute ausnahmsweise. Nee, mach das ruhig nicht. Bis du schon was davon hast. So viel kann ich mal 10 Stück machen. Den Sprengfallen leider. Ich soll nochmal eine Munition gucken, wie es da aussieht. Kein Schießpulver da ist. Warte noch ungefähr 20 Minuten, dann hast du, also reale 20 Minuten, dann hast du Schießpulver da. Okay. Dann müsste der erste Stapel, glaube ich, durch sein. Wenn ich deine Schritte mal hier hinter mir höre, dann denke ich mal, was kommt dann angetrabt? Das bist ja nur du hinter der Wand. Ich laufe hier hin und her. Wie ist denn mit Sprengfallen, Bogenschießen für Ranger? Schade, den würde ich ja gerne machen. Aber wir müssen auch nochmal, ja, wenn wir das jetzt fertig haben, heißt es ab sofort looten, looten, looten. Ja. Dass wir da mal ein paar Sachen an Land kriegen. So. Minen setze ich aber erst wieder kurz vor Schluss, ne? Ja. 50 Stück, naja. Nicht viel. Nee, eigentlich nicht. Aber, ne, scheiß Klebeband. Ich müsste mal irgendwelche Minen ohne Klebeband. Gibt's wahrscheinlich auch wieder nicht. Ne, man braucht ja keine Bonbondose mehr. Ja, das stimmt. Das haben wir uns mal gespart. So. Kann ich gar nicht sehen, weil ich noch nicht Sprengmeister bin. Was ich dafür bräuchte. Also bin ich nicht Sprengmeister? Ja. Ja. Soll ich mal gucken? Ja, guck mal die Minen einfach durch. Ob es da irgendwas gibt, was man aber. Jetzt muss ich ja hier. Kochtöpfe, Druckplattenmine. Ach so. Guck mal. Warte mal, Falle? Bonbondosenmine wird. Wie viel brauchst du? Wird nicht günstiger. Ich brauche 4000 Druckplattenmine. Kann ich bauen. Brauche ich aber 8 Schießpulver für. Und ein Klebeband. Oh, Klingenfalle, die kann ich tatsächlich schon bauen. Was für eine Falle? Die Klingenfalle. Weißt du, diese rotierenden Säbelblätter, die alles wegnetzen. Ach, die da, ja, ja. Oh, da würde ich ja mal 2, 3 von an die Wände schrauben. 4. Dartfallen klingen auch interessant. Ja, tatsächlich schon, ne? Müssten wir auch mal ausprobieren. Ich weiß nur nicht, was eine Geschäftsglasscheibe als Falle da sein soll, was die macht. Das habe ich mich auch schon gefragt. Oh, so eine Klingenfalle habe ich jetzt tatsächlich mal Bock. Ich glaube, da mache ich mal. Brauchen wir einen Generator, glaube ich. Glaube mal Strom, ne? Meine ich? Ach so, ja, bestimmt. Mann, aber du hast den Generator schon fertig. Du wolltest auch nochmal setzen, ja. Was du erzählt. Da würde ich mich glaube nochmal vielleicht drum kümmern wollen. Die Frage ist, was hat denn der für eine Reichweite? Na, wenn ich den bei uns in die Base reinsetze? Weiß nicht, wie das mit den Kabeln aussieht. Muss man mal ausprobieren, ne? Ich glaube, die musst du irgendwie anschließen, nämlich per Schalter, ne? Ich weiß noch nicht, ob das durch die Wände geht oder ob du da außen rumbauen musst. Ja, eben. Musst du einen auf dem Dach bauen, einen zweiten vielleicht für die Fallen. Dann per Schalter, ich weiß ja nicht, wo du die platzieren willst, wie das gleich aussieht, müssen wir mal gucken, müssen wir mal ausprobieren. Dann müssen wir echt mal ausprobieren. Noch ein einzelnes Schießpulver. Achso. Ich guck jetzt noch was, ob ich noch Munition angeschmissen hatte oder nicht. Also hier in der ersten Werkbank 9. Okay, dann ist Vulkan, läuft wohl keiner. Nee, da läuft nichts. Wir haben ja auch nichts mehr. Ich kann sagen, also kein Schießpulver. Es sind noch 5 Schießpulver sind hier noch drin. Ja, es laufen jetzt noch über 10.000 Steine durch, ne? 11.000, aber bis die fertig sind allein dauert halt jo. Ewig. So, naja.
So, Generator. Ach ja, Licht hatte ich ja auch gemacht. Ah, ich versuche mal hier ein bisschen das. Schalter brauchst du dafür, ne? Hm. Meine ich mich dran zu erinnern. Schalter? Hm, ja, dieser. Achso, Elektrokabelverschaltung. Ja, ich glaube, die brauchst du. Schalter. Jetzt auch. Irgendwie sowas mache ich. Oh, Loot Drop. 12 Uhr. Gut, dass ich die Musik gerade von nachts gehört habe. Nicht weit weg kommt er runter. Elektrische Turnangeschmiede ist an. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie das geht. Muss ich nochmal ein bisschen ausprobieren. Aber elektrische Teile dürften wir auch ein paar haben. Blöcke noch. Bisschen Benzin noch. Wollen wir nochmal gucken wegen Automatikgeschütztürme, ob wir da demnächst auch nochmal was hinzimmern können, ne? Ja. Das würde ich dann sagen, fast für den nächsten Blutmond. Ja, dem, was wir unterwegs alles so finden. Ein bisschen größere Loot-Touren machen. Oh. Ist der erste Bereich schon eingestürzt, damit habe ich gar nicht gerechnet. Naja, dann läuft's doch. Ich probiere den mal hier oben an den Beet zu setzen. Ja. Mal gucken, wie weit ich den so verkabeln kann, den Gutsten. Dich wäre schon ganz cool, aber. Achso, da müssen auch Motoren rein. Jetzt weiß ich es wieder. Hast du noch ein paar Holzstacheln über? Nee. Das wäre jetzt nicht das Problem. Brauch mal so 5 Stück oder so. Stück, warum zeige ich dir dann? Mach ich mal eben. Reparaturkits haben wir genug, ja? Zeit. Ja, um die 20 haben wir. Ja, okay. Bin hier mal gespannt, was jetzt da dran getackert kriege. Wenn nicht, nimm dir Blöcke und bau dich hin.
Ja. Das Schutz zur Hälfte in den Dingern reingefallen hier. So, hier, warte mal, ich schmeiße mal ein paar Spikes hier hin. Ja. Hier ist nämlich eine Lücke hinter der Mauer, weißt du, was ich versuche dann durchzugraben, meinen letzten. Wie viel? 3 Blumenmonden? Will ich einfach mal die Lücke hier mit den Spikes ausbauen, dann. Können wir sie wenigstens ein bisschen schon mal aufhalten. Wäre vielleicht generell nicht verkehrt, auf lange Sicht einen zweiten Verteidigungsring mit Holzspikes rumzulegen. Ich meine, der hält zwar nur eine Minute. Ja. Aber eine Minute ist eine Minute. Ach ja, irgendwer hat ja die Pfosten hier aufgewertet, ne? Im Test. Ja. Merke ich. Ohne Blöcke wird das hier, glaube ich, nicht, was ich hier vorhabe. Da muss ich wohl noch mal ein paar bauen. Gerade um unser schönes Schild hier. Was du kaputt gemacht hast. Ich? Naja, wer hat denn da Bäume hingepflanzt? Siehst du? Schweigen heißt Zustimmung. Konzentriert, ich kann mich nicht richtig wehren. Na klar, das ist jetzt ja immer dieselbe Ausrede, aber ich lasse dich ruhig mal arbeiten. Nicht, dass nachher dann die Base anstürzt und dann bin ich schuld, weil ich die abgelenkt habe. Das kann natürlich sein. Wenn die einstürzt, deinstalliert das Spiel dann zwar sofort. Machst du da? Versuche Dinge. Okay. Das genügt mir. Ich sag mal, da habe ich die falsche Taste gedrückt oder ich habe irgendwas falsch gemacht noch. Ich muss da jetzt einfach nur den Generator mit dem. Ach, ist ja verbunden. Okay, geht das jetzt hier? Ah. Das ist zu weit weg, das geht nicht. Oh, das ist ja ätzend. So weit kannst du das Kabel gar nicht bauen. Okay. Dann ist es zumindest rot. Das würde mir wohl nicht gönnen. Natürlich blöd. Wo hast du denn die gesetzt? Hier an der obersten Reihe der Blöcke. Die habe ich erstmal nur Lampen gesetzt. Achso, das reicht schon nicht. Nee, bis hierhin kommt er schon nicht. Das heißt, für die Pfeilen müsste ich auch weiter runter mit dem Generator. Oder? Ja. Weiß ja nicht, wie hoch sie jetzt hier auftürmen. Das könnten wir jetzt ja mal sehen, weil jetzt quasi. Mhm. Und vielleicht reicht es ja, wenn wir lampentechnischen Dingen, weiß ja nicht, ein, zwei höher gehen. Weißt du? Dass die Pfeilen quasi nur die letzte Distanz vor uns waren. Nicht, dass die hochspringen können, weißt du, wenn sie so hoch auftürmen sollten. Zukünftig. Oder wir bauen ihn halt an jeder Seite einen Generator. Das würde vielleicht auch gehen. Ja, das würde auch gehen, das stimmt. Wäre vielleicht sogar die sinnvollere Variante. Aber ich kann ja auch so eine Kabelverteilung nochmal legen. Vielleicht geht das dadurch besser verteilen kannst. Ja, das könnte auch sein. Ja.
Aber das unser Elektriker. Habe ich hier noch nicht so oft. Habe ich nicht eine gebaut? Wo habe ich denn die hingestanden? Das weiß ich nicht, ob du eine gebaut hast. So, Mauer ist jetzt auch erledigt. Mauer hat sich auch erledigt. Jo, letzter Schlag kommt jetzt. Jawohl. Ja, sehr gut. Hier hinten, wie gesagt, das können wir erstmal nochmal lassen. Ja, warum nicht? Wenn sie dadurch brechen, wäre ja nicht schlimm, weil ist ja jetzt nicht mehr relevant, ne? Ja. Nur eine kleine Extra-Verteidigungsgeschichte. Dann würde ich auch sagen, ich probiere nochmal eine Weile was rum. Ah, hier ist ja das Ding. Gut, das probiere ich nochmal schnell aus. Was mit dieser Verteilung hier geht. Na klar, wäre jetzt so schön gewesen, wenn sie diesmal wie eben da hinten links daneben gefallen wäre, dann wäre es in das Loch gefallen. Nein, diesmal bleibt natürlich alles auf einer Seite liegen. Nein. Jetzt ist die Frage, muss ich das jetzt durchziehen oder neu anknipsen? Ach, das muss ich neu anknipsen. Das hat funktioniert. Das geht auch mit diesen Verteiler-Dingern. Da braucht man nicht so viele Generatoren. Ich meine, du brauchst uns so mehr. Die haben ja nur eine bestimmte Leistung. Wenn die jetzt hier noch zig Fallen füttern sollen, dann würde es wahrscheinlich eh nichts. Aber das sollte. Ja, Strom fließt. Okay. Bin sehr gespannt. Ich probiere noch ein bisschen rum. Der Smitty hämmert noch ein bisschen an der Mauer rum. Nee, das tue ich nicht mehr. Achso. Muss ich enttäuschen, das tut mir leid. Aber ich kann unsere, ich weiß nicht, willst du bauen, soll ich bauen, weiterbauen? Weil wir haben bestimmt schon wieder fast ein bisschen was fertig. Ach so. Bau du ruhig. Du bist ja aber leveltechnisch halt im Rückstand, ne? Ich will dich nur darauf vorbereiten. Na ja, dann mach du mal. Na gut, dann baue ich ja unsere Sicherheit weiter aus. Ausrede. Na klar. Ja, ich wollte gerne noch ein bisschen hier mit dem Strom und den Pfeilen nochmal gucken. Und ja, das gucken wir uns dann mal an, wenn es zum Ergebnis gekommen ist in der nächsten Folge oder zum Blutmond vielleicht. Schauen wir mal. Wie viele Minuten ist da ein Schießpult und so weit? Oh, na dann machen wir mal schnell Schluss. Bis zum nächsten Mal 7 Days to Die. Danke fürs Zusehen. Ihr denkt an den Daumen und macht es gut. Bis denn. Ciao.